Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und wir sind ziemlich nah an einem Berg und es wird Tag. Yay! Endlich gute Nachrichten. Okay. Hier geht es irgendwie hoch und über uns ist eine riesengroße Maschine. Die fällt mir jetzt auf. Die habe ich natürlich nicht gesehen, als es dunkel war. Also, hoch da und Spaß gehabt. Hier geht's hoch. Der Weg auf den Berg wird schwierig. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Was? Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben. Aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Das ist jetzt blöd. Okay. Aber egal. Wir kriegen das hin. Aber irgendwer muss ja schon mal vor uns hier hochgewandert sein. Immerhin sind hier überall diese Kletterpunkte. So, kriegen wir hin. Fischer in der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Sind wir jetzt hier irgendwie richtig? Wo müssen wir jetzt lang? Oh, einfach hier geradeaus hoch. Na, ganz toll. Einfach immer dem Weg entlang. Was sind denn da für Viecher? Ich sehe hier nur... Da oben ist doch irgendwas. Pirscher. Was haben wir da? Das sind noch nicht alles Wächter. Nö, sind das auch nicht. Ich sprinte mal hier eben schnell ins hohe Gras. Das sind doch Minen, die hier rumliegen. Und... Die Viecher können klettern. Das wusste ich gar nicht. Okay. Versuchen wir es mal, den Tarngenerator anzugreifen. Da. Noch ein Pirscher. Okay. Ah, da drüben ist ein Wächter. Nee. Schlechter Schuss. Jetzt aber. Ich kann es noch schaffen. Ach komm. Dammit. Jetzt habe ich die Wächter hinter mir. Jetzt habe ich alles hinter mir. Ja, das hier ist wirklich gut bewacht. Aber ich schaffe es schon. Okay. Ziehen die ab oder schießen? Machen die immer noch Action? Die machen definitiv Action. Okay, die sind jetzt irgendwo hinter dem Fels anscheinend. Ich komme hier raus. Das finde ich gut. Oh, da ist einer. Und das ist jetzt zweite. Ich bin sicher. Zumindest Plantanin. Genau. Bis der zweite Dude da rauskommt. Heppa. Gerade noch erwischt. Da kommen noch mehr Freunde. Yeah.
Mist. Komm. Die laufen mir natürlich jetzt noch ein ganzes Stückchen hinterher. Der nicht. Ich glaube, das war der, den ich vorhin noch mies erwischt habe. Aber hier, kritischer Treffer. Los. Gib ihm. So, den ersten habe ich. Da gibt es noch mehr. Nee. So, alles ist gut. Da fehlt noch ein bisschen was. Mindestens einer. Da kommt er auch. Na. Piu. Puh. Das ging doch. Das war doch. Ich fand, das war ganz. Das war relativ souverän. Dafür, dass die Viecher eigentlich ziemlich dreckig sind mit ihren Tarnvorrichtungen. Ja, da kommt noch einer. Wir haben. Ich hab eh schon mit. Wow! Was machst du denn jetzt hier für einen Move? Was bist du denn überhaupt? Rotaugenwächter. So. Versteht einer diese Welt? Und warum die hier solche Moves machen? Aber hey, hey, ich höre Vöglein zwitschern. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Das wirkt ja schon sehr idyllisch wieder hier. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Hier müssen wir uns. Achso, die Dinger hätten nur Alarm gerufen. Jetzt sind die Gegner tot. Jetzt ist mir das auch egal mit dem Alarm. Okay. Gehen wir mal weiter. Mal gucken, was wir hier oben noch finden. Ich glaube, das war erst die erste Ebene des Unheils. Kommen noch einige mehr. Wette ich mit euch. So, hoch da. Ich meine, irgendwer muss hier ja schon mal hochgelaufen sein, um diese Markierung hier anzubringen. Aber hey, die Nora-Prüfung hat ganz gut dafür ausgebildet, würde ich sagen. Immerhin hüpfen wir hier ganz easy peasy durch die Gegend. So. Mal schauen, was erwartet uns denn hier Schönes? Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht. Lagerfeuer? Oh, was haben wir da? Grauhabicht, Verwüster. Na, die Grauhabicht, auf die habe ich ja gar keinen Bock. Moment. Wo sind denn eigentlich ihre Schwachstellen? Ich glaube, das ist eine gute. Ich muss den Kampf gewinnen. Sofort. Oh, da ist ja noch mehr von den Viechs. Auf jeden Fall der Brustkorb war schon mal eine sehr, sehr gute Stelle. Und jetzt weiß ich, was sie bewachen. Wir haben hier auch eine gute Position, um immer wieder mal Terror zu stiften und dann schnell wieder zu verschwinden.
Ach komm. Wir wissen beide, dass du eigentlich hättest sterben müssen. Nach dem Angriff. So, dich habe ich jetzt aber. So, erstmal hier einen Blick. So. Ach komm, das war jetzt richtig schmies. Und nein, du hast mich nicht gesehen. Keiner hat mich gesehen. Jetzt jagen sie mich. Da oben ist einer. I'm out of here. Das ist die falsche Richtung, Aloy. Die falsche Richtung. Wow. Nom. Ihr habt keinen Plan, wo ich bin. Und das ist auch gut so. Ihr findet mich nicht. Ich bin gar nicht da. Haut einfach ab. Geht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Alles ist schön. Alles ist schön. Ausgezeichnet. Hui. Fallen lassen, weil die sicherlich gleich wieder hinterherlaufen. Mieses Gemetzel hier. Ich kann mich entspannen. So, wo hocken sie? Hocken sie wieder auf ihren Positionen? Nee. Der ist immer noch skeptisch. Also. Und jetzt nochmal ein guter Schuss. Ein guter Schuss noch. Und das Ganze ist gelaufen. Für den Fetten. Okay. Der ist durch. Es ist klar, dass die jetzt angedackelt kommen. Und mich hier suchen. Aber ich stehe hier unterm Felsen und ihr seht mich nicht. Ihr seid so blöd. Das ist Gefahr. Okay. Es war Gefahr. Das war mir eine Ehre. Einfach mal einen Schuss abliefern und dann gleich wieder weglaufen. Die kommen gleich sicherlich wieder angeschissen. Ja, da kommen sie. Und das ist nicht zu knapp. Ziemlich großer Dude. Zwei Stück davon. Ich sag ja, eine richtig miese Ebene hier. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Gleiches Spiel.
Jawohl. Der hat gesessen. Weil vor allem diesen Vogel muss ich hier loswerden. Der Rest ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich werde diese hässlichen Vögel los. Denn die sind die, die richtig abnerven. Deswegen läuft das hier jetzt gerade auch mega langsam. Aber anders wird das nichts. Wie gesagt, die anderen, das sind Peanuts. Die Vögel sind die richtig grausamen Gegner in diesem Spiel. So. Und jetzt kann ich mich nämlich auch um die anderen Dudes kümmern. Und mit ein bisschen Glück bekomme ich nämlich auch einen der Großen. So, er hat mich schon gesehen. Und er wird jetzt hier auch definitiv seine Runde drehen. Aber wenn der Freund nah genug dran sein sollte und mich auch nah genug ran lässt, dann versuche ich den mal zu überbrücken. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Er kommt jetzt näher. Und mein neuer Freund hilft mir bei allen Problemen und Situationen, die ich hier habe. So, wo haben wir hier noch Feinde von mir? Friends of mine. Keine weiteren Feinde. Ah, doch, drüben. Na komm. Du darfst mal vorbeikommen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Hallo, hier bin ich. Hallo. Na komm. Hier bin ich. Du hast mich doch gesehen. Ach, was war das denn für ein Schuss? Na also, das ist die Action, die ich sehen wollte. Piu, 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 piu. Brumm, Laser. Piu, 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 piu. Und wir helfen natürlich meinem Freund noch ein bisschen aus. Nach Möglichkeit. Au. Komm mir mal jetzt nicht so. So, geht doch. Hallo. Und ein kritischer Treffer. Terminated. So habe ich das gern. Dafür 15 Scherben. Das nimmt zumindest. Das macht zumindest alles wieder wett, was wir gerade eben schon verpulvert haben. Viel zu viel Wasser. Wer hat das hier aufgebaut? Da werde ich ja wieder sauber. Das geht ja gar nicht. Jo. Da drüben haben wir noch ein bisschen Grünzeug. Das ist super. Und was gackert mich da von der Seite an? Ist hier irgendwas? Achso, ein Truthahn. Ausgezeichnet. Wir wollen hier aber weiter. Die Frage ist, wie hoch ist denn das noch? Okay, vor uns steht anscheinend die letzte Ebene. Mal gucken, was für dreckige Viecher sich da wieder was da so auf uns warten wird. Es wird schon wieder Nacht. Oh, das war hier noch... das war hier noch nie hell.
So, wo komme ich denn jetzt hier hoch? Ah, da. Aufwärts. Ab. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch auf uns warten wird. Hallo Mutter habe ich. Der Gegner hat mich im Visier. Lass das bitte den Einzel. Stimmt. Der einzige gewesen sein. Wo bist du denn? Da bist du. Wait. Ach, komm. Genau solche Moves habe ich erwartet. Momentchen. Au. Wird man nicht so recht hier. Puh. Da ist ein Lohbehälter. Den muss ich erwischen. Ja, der. Nee, Laser! Laser ist uncool. Moment, vielleicht kriege ich hier wieder diesen Move hin. Alter, der kann ja voll das Bombardement absetzen. Das ist soweit. Okay. Neue Suche. Ganz geschmeidig. Ganz cool. Alles wird schön. Gleich mal eine Runde runter. Hey, ich hab. Nee. Wo bist denn du? Irgendwo. Da oben. Au! Drecksvieh. Wo bist du denn da? Du bleibst erstmal am Boden der Tatsachen. Das finde ich auch gezeichnet. Nee. Schnell neue Munition herstellen und. Au! Ich will diese hellen Dinger da erwischen. Wo bin ich denn hier? Wo roll ich denn entlang? So. Sehr gut. Wieder einmal. Und jetzt habe ich dich. Und noch einmal. Okay. Das war ein guter Schuss. Das waren zwei relativ gute Schüsse. Relativ gut. So. Jetzt muss man ein bisschen schauen, wie viele Pfeile habe ich noch? Ein. Das heißt, ich muss hier. So. Und wieder am Boden. Na komm. Na, geht doch. Das Ding habe ich. Gut.
Einmal kurz eine Verschnaufpause für mein Craften. Und er ist wieder frei. Das macht überhaupt nichts. Er ist wieder frei. Okay, ich muss mal eben schnell wieder die Leben rollen. Na. Au. Okay, hab's verstanden. Hab's verstanden. Hab ich dich jetzt? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Vögel! Meine allerliebsten Lieblingsfreunde. So. Jetzt hab ich dich aber wieder. Roll dich weg. Na komm! Na. Will an der Stelle einfach nicht. So. Massiver Schlag. So, zappel mal nicht so rum, du. Ich kann ja auch nichts dafür, dass du mich nicht magst. Sehr gut. Was auch immer das jetzt bedeuten hat, ich weiß es nicht. Auch hier kommt auch wieder neue. Und du bleibst schön am Boden. Ah, da hinten ist der Lotermister. Hat sich nicht gelohnt, weil der kommt nicht eh gleich wieder runter. Oder auch nicht. Okay. Er bleibt einfach in der Luft hängen. Yeah. Alles klar. Wichtig ist, dass wir hier jetzt aufpassen. Ich muss auf jeden Fall wieder zum Boden kommen. Wieder runter. Ich habe hier irgendwas gesehen. Sieht auch gut aus. Das hat er mich definitiv ganz gut im Visier gehabt. Wow. Jetzt ist er wieder relativ weit unten gewesen. So. Wow, der hat ja aber ein langes Schwänzchen, aber bleib so. Bitte, bitte bleib so. So, denn damit habe ich nämlich gerade eben ein Stückchen deiner Lohkanister gefunden und du bleibst schön hier unten. Das kannst du mal schön knicken hier. Unten habe ich es gesagt. Schön knicken bleiben. Da ist der Kanister.
Also es gibt definitiv krassere Kamehamehas als das, was du hier fabrizierst. Ach fuck. So wird das gar nicht, aber egal. Hey, passt schon. Das wollte ich. Und hey, schau mal einer da. Moment. Ich dachte gerade eben, Monsieur Hubby wäre gerade... Da sind hier das Ding nochmal. Danke. Da bin ich hier geblieben. Hat er sich gerade losgerissen? Hat sich der Penner wieder losgerissen? Nee. Wow. Wir kämpfen bis in die Nacht hinein. So sind wir nun mal, du und ich. Ein verrücktes Pärchen. Mal eben kurz die Ausrüstung wieder prüfen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hier sind wir. Hi. Okay. Noch ist alles gut. Wie wär's, wenn du mal wieder runterkommst? Hey. Ist okay, hab's verstanden. Du willst nicht, ich will nicht. Dann machen wir es halt eben anders. Schieß dich so lange ab, dass du keinen Bock mehr auf mich hast. Oh. Deinen komischen Laser-Piu-Piu-Strahl an. Ab! Bis du keinen Laser-Piu-Piu mehr schießen kannst. Was hältst du davon, Kollege? Na, trifft mich das? Ja, fuck. Toll. Dieser eine Millimeter, der da gefehlt hat. Zeit für deine letzten Bewegungen, Kollege. Denn du kommst nämlich jetzt gleich erstmal runter. Das Ding wird nicht. Doch, doch. Na also. Schnell hinterher. Und... Kick. Meins, 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 alles meins. Wow. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen mal herstellen, um ein paar Waffen zu modifizieren. Weil tatsächlich lohnt sich das, glaube ich, gerade. Was haben wir denn hier? Schaden und Abriss. 27. Haben wir hier mehr Schaden? Nee, leider nicht. Achso, das ist der normale Bogen. 40% Schaden. Schade. Obwohl, wir könnten vielleicht mal das Inventar nochmal ganz kurz angucken und hier die Modifikation, so ein bisschen die billigen, entfernen. Das müssten die grünen sein. Ja, die grünen können raus. Weil ich glaube, von diesem Boss welche mitzunehmen, ist ein bisschen sinnvoller als hier irgendwas anderes. Okay. Na denn. Gaia
Ich würde mal sagen... Schneematsch schon total durchnässt. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu dir. Aber vorher nochmal einen kleinen Cut auf diesen massiven Schock mit diesem komischen, hässlichen Vogel. Hässlicher Vogel. Also bis gleich.